hab die Lunte angezündet, ey. Ist das cool? Boah, cool. Nice. Hey, sowas muss man erstmal hinkriegen in Ocarina of Time. Wie geil. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zum besten Zelda-Hack, den es wahrscheinlich aktuell gibt. Hier bei Zelda Indigo. Solltet ihr irgendeine Folge verpasst haben bis hierher, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort sollte eine aktuelle Playlist mit allen Folgen dort sein. Da könnt ihr schön nachgucken. Und ansonsten geht es jetzt hier weiter. Wir haben im letzten Part hier diese ganze Gruselgeschichte abgeschlossen, haben einen fetten Kampf gegen Bongo Bongo hingelegt und ich würde sagen, ich würde glaube ich jetzt gerne erstmal wieder zurück in die Stadt gehen. Ich glaube, das ist für mich erstmal ein guter Plan. Denn wir haben 1200 Rubine. Hier waren wir glaube ich auch noch nicht. Und wir haben jetzt auch die Feder. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen Ort in dieser Eishöhle, wo wir diesen Vorsprung hatten. Da können wir vielleicht jetzt auch irgendwas machen. Wir haben auch Flossen bekommen, ne, by the way. Vielleicht können wir jetzt auch schwimmen. Also, ja, ich denke schon, dass wir schwimmen können. Ich würde es nur gerne mal ausprobieren. Sieht das mal mega geil aus, wie Link hier mit seinen Flossen lang watschelt. Und sagen wir, jumpen einfach mal rein. Ja, und es ist jetzt einfach wie, als ob du die Sora-Maske anhättest. Mega nice. Haben wir die passende Tunik dafür schon? Ja. Sora-Tunik. So, dann können wir sogar unter Wasser atmen. Geil. Wir gucken einfach mal, wo uns das Wasser hintreibt. Hui. Geil. Ist das cool. Okay. Ja, ob das jetzt eine gute Idee war, keine Ahnung. Aber vielleicht hätte ich auch erstmal da langlatschen sollen. Ich weiß nämlich auch gar nicht, wo es da lang geht, tatsächlich. So. Wir sind ja relativ schnell unterwegs. Ich laufe mal da kurz nach links. Achso, unser Schild, der ist ja auch verbrannt, ne? Ja, ich glaube, wir sollten uns auch ein Schild kaufen, einen neuen. Vielleicht einen, der nicht verbrennen kann oder nicht gestohlen werden kann. Irgendwie sowas. Wir latschen jetzt erstmal hier lang. Und gucken mal, was bei rumkommt. Oh, hier auch auffällig viele Steine. Oh Gott. Was bist du denn? Hallo, mein Freund. Kann ich dich denn... Na gut, dann halt nicht. Das hier sieht auch komisch aus, aber da war nichts, ne? Ich habe ja eben schon geguckt. Wir gucken einfach mal, wo es hier hingeht. Vielleicht in die Berge? Geht's hier in die Berge? Huh. Der ist gestorben. Ist er ins Wasser gefallen? Schön mit Gerudo Valley Musik. Wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Okay, wir reden einfach mal mit dem Typen. Dashin Dan Staring Derby Drift. Okay. Du siehst aus wie jemand, der es schnell mag. Oh, das kostet aber viel Geld. Möchtest du ein Rennen? Advance, Beginner. Okay, komm, wir machen einfach mal ein Rennen. Ich brauche also die Pegasus-Stiefel. Ah, okay, es ist ein Pegasus-Stiefel-Rennen. Verstehe. Na dann. Machen wir mal den Beginner-Kurs. Okay, 36 Sekunden ist der krasseste Rekord. Ready? Time to dash. Okay, ich bin gespannt. Okay, man sollte die Kurve gut bekommen, glaube ich. Vielleicht ist viel Mana... Oh Gott, wie soll man denn diese Kurven bekommen? Und das ist der Anfängerkurs, ne? Oh, scheiße. Nein! Aber ich frage mich, wie ich um die Kurve rumkommen soll. Ah, okay. Man kann so sliden. Mit R. Verstehe. Okay. Ich glaube, das müssen wir gleich nochmal machen. Okay, hier ist das Ziel. Alles klar. Kriegen wir aber hin. Okay, das war richtig scheiße. Ja. Kriegen wir auch zu spüren. Aber 45 Sekunden. Ja, er hat es auch, glaube ich, immer gesagt. Mit dem R-Button können wir driften. Alles klar.
Papa. Du. Ja, das sieht doch schon besser aus, oder? So, jetzt haben wir ein Mana-Problem. So, den Krug brauchen wir jetzt. Perfekt. Okay, aber 40 Sekunden. Wir sind in der Zeit. Kriegen wir denn eine schöne Belohnung dafür? Ba-ba-ba-ba. Okay. Ein Preis. Ich krieg einen Preis. Ein Herzteil. Juhu. Okay, wir könnten dasselbe jetzt nochmal für... Boah, ist halt krass, ne? Mit der Mana-Regeneration ist da, glaube ich, echt das Schwierigste bei der Sache. Ich glaube ja. Aber es ist cool. Macht großen Spaß. Komm, wir versuchen mal das 100-Rubine-Ding. Ah, okay. Ist in der Demo noch nicht drin. Alles klar. Wir haben ein Herzteil bekommen. Dann bin ich einfach fein damit. So, ein bisschen Kohle haben wir auch noch mitgenommen. Herzteil haben wir bekommen. Was war das hier? Ah, guck mal, das war die Ranch. Auf der Ranch waren auf jeden Fall auch noch Spinnen übrig, ne? Ich glaube, da hatten wir auch noch ein, zwei Spinnen, die wir mitnehmen mussten. Ach, shit. Kann ich das auch machen? Oh, das Tor ist krass. Ah, bei Pushing. Leicht. Ha, geil. Okay, cool. So kriegen wir das Ding also auf. Haben quasi einen Shortcut gemacht. Könnte man sagen, ne? Schön. Okay, ich erinnere mich, dass es hier, glaube ich, auch irgendwo was zum Graben gab. Ja, guck mal hier. Hier gab es was zum Graben. Aha. So, da ist nämlich schon down. Und das ist Nummer 21. Es gibt, glaube ich, 30 insgesamt, ne? So, kann ich dir noch irgendwie helfen? Snapdragon. Ah, okay. In der Nacht kommen irgendwelche Snapdragons. Ich soll irgendwie die Hühner in Sicherheit bringen. Okay, okay. Sie zeigt uns, wo sie herkommen. Snapdragons. Ich weiß nicht, was Snapdragons sind. Feedpile. Okay, das ist das Starbills. Rechts ist Feedpile. Das könnte der Rich sein. Boah, toll. Und das hier ist der Bahn. Okay. Na, ich werde mir das nicht merken. Wir warten auf die Nacht. Oh Gott. Ich habe kein Schild. Und der Rich. Wir müssen die Hühner alle zurückbringen, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Boah, die machen so Schaden. Okay, Boomerang ist, glaube ich, nice. Und dann eine Sprungattacke hinterher. Ja. Okay, der tötet. Die töten die Hühner. Wir müssen echt aufpassen. Aber eine Sprungattacke reicht eigentlich. So schnell. Ja, ich weiß nicht mehr, was waren Stables? Vor allem, sie guckt da einfach zu. Nein. Okay, jetzt kommen sie überall, oder was? Final Attack, Alter. Gott. Alter, ich sterbe bald. Okay. Die sind übel, ey. Shit.
möglichst dann. Final Attack. Okay, wir haben es geschafft. Einige meiner Hühner sind noch am Leben. Alter, was? Das war schlecht, oder? Okay, wir kriegen was. Schön, da haben wir echt nur ein Herzteil bekommen. Sehr, sehr gut, Leute. Ich freue mich. Okay, es ist jetzt Nacht. Ob man jetzt hier irgendwo noch eine... Kommen wir jetzt hier eigentlich mal rein? Nö, darf ich nicht. Da darf ich nicht rein. Okay, krass. War ein krasses Minispiel, aber... Die Erklärung war eigentlich zu heftig. Und das Minispiel war dann, ja, voll easy eigentlich. So, jetzt ist die Frage, haben wir jetzt hier irgendwo noch eine von den Spinnen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir könnten nochmal kurz in den Kokiri-Wald, denn ich erinnere mich, im Kokiri-Wald gab es auch so eine Stelle zum Graben. Oder wir gehen nochmal in die Stadt vorher. Ich glaube, das möchte ich erstmal machen. Wir müssten, glaube ich, auch nochmal mit dem Bürgermeister reden vielleicht. Vielleicht kann die uns neue Ware beschaffen. Okay, die sagt nur, wir sollen eigentlich zum Hafenmeister nochmal gehen und mit dem reden. Der kann uns vielleicht weiterhelfen. Ja, theoretisch müssen wir ja auch nur noch das Wasserlevel jetzt machen, ne? Das ist, glaube ich, irgendwie sowas noch gewesen. Okay, dann gehe ich mal ganz kurz in den Waffenladen. Und ich glaube, guck mal, wir könnten uns jetzt die rote Tunik kaufen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Das wäre schon eher was. Quiver Upgrade. Armor Lock. Oder was ist das? Mirror Schild. Demo Teaser. Elemental Beam. Ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme den. Ich nehme den mal mit. So. Da kriegen wir eine Barriere, der quasi die nächste Attacke reflektiert. Das hört sich ja nicht schlecht an. Und theoretisch dürfte der nicht verbrennen. Was im Wasserlevel natürlich auch nicht passieren sollte. Sieht aber auch nicht schlecht aus. So. Jetzt müsste die nächste Attacke reflektiert werden. Hält aber auch nicht lange an. Müssen wir also geschickt einsetzen. Ich glaube aber Lifestyle fand ich besser. Wahrscheinlich dürfen wir hier nichts kaufen. Nee. 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 Ich darf auch keine Bomben kaufen. Das ist mir nicht erlaubt. Ja, aber ich habe doch schon Bomben, oder? Jo. Okay, ja Leute, ich würde sagen, wir kehren nochmal zum Kokiri-Wald zurück. Denn ich erinnere mich, dass man da graben konnte. Es gibt ja auch so ein Grab-Minispiel noch. Vielleicht können wir uns da noch ein Herzteil ergattern. Das heißt, hier können wir jetzt loslegen mit einer Schaufel. Das sollte passen. So. Der sieht genauso aus. Genau, ich habe eine Schaufel, dann let's go. Read the rules. Okay, wir lesen uns mal die Regeln durch. So viele Rubine wie möglich in 60 Sekunden. Und die Zeit beginnt, sobald ich den Raum betrete. Ah, okay. Ich muss mir am besten... Ich stelle mir einen Timer. Und wenn das vorbei ist, dann komme ich wieder raus. Und wir verlieren alle Rubine, wenn wir nicht innerhalb von den 60 Sekunden raus sind. Okay, wir kriegen auch einen Multiplikator, wenn wir näher an den 60 Sekunden dran sind. Oh, und wenn wir 500 Rubine oder mehr machen, dann kriegt man einen Extrapreis. Krass. Okay. Na dann, let's go. Aber... Ah, okay. Die Zeit geht weg. Verstehe. Das heißt, man sollte diesen... Man sollte wirklich auf die Zeit achten. Aber ich habe einen Timer laufen. Alles gut. Das kriegt man alles hin. Ich frage mich nur, wie krass dieser Multiplikator ist. So, wir sind gleich bei Halbzeit. Baba. Nice. Du. Hi. Boah, ja. Chill mal die Base. Okay, kriege ich irgendein... Ah, ich sollte da, glaube ich, als erstes runterspringen. Okay, warte mal. Es ist jetzt gleich vorbei. Okay. Das war, glaube ich, gut, oder? 58 Sekunden. Mal 2 Multiplikator. Okay, ich glaube, ich muss noch näher ran. Aber Alter, da kriegst du ja voll Kohle. Ich glaube, das mache ich gleich nochmal.
Ich nehme auf jeden Fall ein paar Bomben mit. Bam, bam. So, aber wofür kann ich hier auch? Ich kann hier auch graben. Oh Gott. Oh ja. Das lohnt sich ja richtig. Oh ja. Ich sehe schon. Ich glaube, das war jetzt sehr dicht an der Minute. Nee, wieder 58. Ja, aber Kohle machen wir gut, ne? Wir machen auf jeden Fall hier eine Bombe. Dann holen wir uns hier den Zwacken. Dann klettern wir hier hoch. Werfen hier schon mal was hin. 10 Rubine. 10 Rubine. Ich hoffe, hier ist ein Fuffi drunter. 120. So, zack. Jetzt ist er dran. So, jetzt gehen wir schnell ins Loch rein. Ach Mist, der hat das Loch nicht gesprengt. Boah, wie sollst du denn das schaffen, ey? Gibt's irgendwie noch einen Fuffi irgendwo, den ich noch nicht gesehen habe? Genau eine Minute. Jetzt kriegen wir mal 4. Okay, eine Minute, das ist es. So, jetzt habe ich auch über 500 Rubine. Aha. Zack, und dann kriegen wir noch ein Herzteil hinterher geschmissen. Über 2000 Rubine, Alter. Wahoo. Ich kaufe mir jetzt noch die Feuerrüstung. Das Quiver-Upgrade einfach. Und den Holzschild. Oder den Spiegelschild. Soll ich mir den Spiegelschild kaufen für 1500? Okay, wir machen... Soll ich mir den Spiegelschild kaufen? Ich weiß nicht. Grontunik. Ach komm, wir kaufen den jetzt. Zack. Was soll der Geiz? Okay, was hat der für Ability? Elemental Beam. Feuerrüstung. Ich glaube, ich behalte es erstmal so. Das Upgrade für den Bogen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich bin erstmal so zufrieden. Ah, wie geil. Okay, verstehe. Das ist einfach... Man kennt es, ne? Man kennt es gegen den Bosskampf von Twin Rover. Alles klar. Gut, Leute, jetzt mache ich mich mal auf den Weg zurück in den Wald. Und ich glaube, dann will ich auch noch in die Eishöhle und diesen Vorsprung... auf diesen Vorsprung springen. Mit der Feder, die wir jetzt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier irgendwo noch was zum Buddeln gab. Da, guck mal. Ist das vielleicht eine Spinne? Eine Flasche. Mit einem Brief. Read it. An meine Schwester. Ich schreibe diesen Brief. Oh, die Frage ist, wer ist die Schwester? Aber es müsste doch theoretisch irgendjemand von hier drin sein, ne? Also in dem Brief stand jetzt eigentlich nur, sie weiß nicht, ob das letzte Mal ist, dass ich mit ihr sprechen kann. Weil die Erdbeben werden immer stärker. Die Frage ist, wer ist die Schwester? Aber das heißt ja irgendwie, die haben lange nicht miteinander geredet, oder? Heißt das, dass die vielleicht in einer anderen Stadt oder so wohnt? Wir sollten mal gucken. Ob wir die noch irgendwo finden. Dann können wir auf jeden Fall die Flasche benutzen. Und wir können vielleicht noch ein Herzteil oder so absahen. Und natürlich die traurige Botschaft überbringen. Ich will jetzt nicht nur gierig sein, ne? So, wir gucken einfach mal und schauen, ob wir irgendwo die Schwester finden. Bap-bap-bam. Maybe hier oben. Guck mal, die sieht doch traurig aus. Nee. Okay, die ist auch nicht so glücklich, aber die hat auf jeden Fall nichts damit zu tun. Denke ich.
Ich denke, die würde uns schon sagen, dass sie ihre Schwester irgendwie vermisst. I think so. So, haben wir hier zufällig noch irgendetwas? Ich weiß, hier mal damals wollte man die Tasche kaufen und dann haben wir richtig rumgebackt, ey. Ich erinnere mich düster. So, du vielleicht? Ich glaube, sie ist es auch nicht. Du könntest es sein. Aber vielleicht auch nicht. Bam. Okay. So viele Orte haben wir jetzt gar nicht mehr. Aber wie gesagt, die muss ja auch nicht hier sein. Die kann ja auch sonst wo sein. Die kann ja auch in der Stadt sein. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich da irgendwo einen Kokiri gesehen hatte. Ah, hier war das Spiel. Da hat man, glaube ich, auch ein Herzteil bekommen oder so. Das ist auf jeden Fall schon abgeschlossen. Ja, falls einer eine Idee hat, wo die sein könnte, ich weiß halt nicht, ob die in der Stadt ist. Dann würde ich sagen, auf ins Eislevel. Wir haben es probiert. Ich habe es aber nirgendwo gefunden, Leute. Okay, wir gehen ins Eisgebiet, hätte ich gesagt. Und versuchen mal dort diesen Ort zu finden mit dem Vorsprung. Das ist jetzt mein Plan. Genau, und hier... Hier können wir jetzt einfach rüberhüpfen, oder? I guess. Jo, geil. So, hier konnten wir vorher noch nicht lang. Placeholder. Oops, I forgot to give this sign a message. Was? Ein neues Item. Ein neues Item. Was ist es? Das war jetzt nicht so witzig. Was war das denn? Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Okay, jetzt sind wir wieder am Start. Gut, dann ist da erstmal gar nichts weiter los. Toll, danke für nichts. Schön. Okay, für die Zukunft sollte da aber bestimmt irgendwas sein. Können wir uns merken. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal Richtung Storyline weiter unterwegs sein, denke ich. Schauen wir mal. So, war hier nicht? Hier ist der Durchgang, genau. Jetzt ist die Frage, wo muss ich denn lang, damit ich jetzt, keine Ahnung, bei der Stadt oder so rauskomme? Man kann es, glaube ich, kann man das leicht unterscheiden von den Durchgängen her? Ja, das ist so Eisgebiet. Das drüben war Wald, hätte ich gesagt. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Genau. So, jetzt sind wir am Hafen. Jetzt sind wir mit dem... Oh Gott, nein. Nö. Ich hasse den. Alter, geh weg. Junge. Boah, ich finde den so krass, diesen Gegner. Okay, wir müssen mit dem Hafenmeister müssen wir reden. Mit dem Hafenmeister. Wurde uns gesagt. So, gucken wir mal, was der Hafenmeister sagt. Das sollte ja er sein, oder? Na dann komm schon, ich muss dir was zeigen. Du verschwende meine Zeit nicht. Lass uns draußen mal gucken, ich habe schon die Riffe erkundschaftet. Es ist wirklich hart. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was passiert jetzt? Oh oh. Okay, du kannst jetzt immer mein Schiff benutzen, wenn du möchtest. Und wenn du das nächste Mal Galan siehst, dann sag ihr, was ich alles für dich getan habe, ja? Danke. Okay, jetzt kann ich sein Schiff benutzen. Will ich das denn? Okay, wir fahren ins Schiff. Ich bin gespannt.
Ja, Treat Captain's Flagship. Okay, also... I think... Das ist der nächste Dungeon, Leute. Sind wir denn darauf vorbereitet? Ups. Wir töten erstmal alles, oder? Okay, was haben wir für Items? Ich würde mich erstmal dementsprechend ein bisschen ausrüsten. Okay, das Flaggschiff. Lampe habe ich ja. Das heißt, das hier könnte ich wegfackeln einfach. Ist es denn Voraussetzung, dass wir jetzt hier die Lampe haben, oder? Das weiß ich halt nicht. Könnte sein. Okay, wir bekommen unseren ersten Schlüssel. Schön. Dann das hier kriegen wir doch bestimmt auch auf mit einer Wirbelattacke, oder? Easy. Gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Ein paar Zombies. Also hier hätten wir, glaube ich, auch das jetzt aufbekommen. Hä? Sind die unbesiegbar? Was ist mit denen los? Ich zeige euch meine Magic Power, Leute. Okay, das juckt die nicht. Okay, ich glaube, ich habe hier eine Kanonenkugel. Kann das sein? Und die geben einfach auch einen Schlüssel. What the heck? Okay, ich habe die mit der Kanonenkugel weggeschossen. Jetzt ist die Frage, wie kommt man denn hier weiter? Oder ist das nur ein Rückweg? Das kann natürlich auch sein. Jetzt haben wir schon zwei Schlüssel. Da oben ist eine Lampe. Kann ich da vielleicht... Ist jetzt nur eine Idee? Warte. Ne, okay. Gut, ich glaube, das hier wäre jetzt dafür, um das Netz wegzubrennen. Das haben wir jetzt schon gemacht. Schlüsselhammer. So, dann gehe ich nochmal hier rein. Okay, hier müssen wir Rubine sammeln. Was ist denn das? Ein Münzhaufen. Interessant. Hi. Und tschüss. Kann man das wegsprengen? Ich versuch's mal. Also wir haben bis jetzt noch nicht so viele Items, ne? Da geht auf jeden Fall noch was in dem Spiel. Aber ich denke, das könnte das Ende der Demo dann sein. Okay, da kommen wir schon mal nicht weiter. Hält diese Fackel jetzt eigentlich für immer? Also die ganze Zeit? Solange bis ich sie wegpacke? Wäre schon cool. Okay. Ja, die Tür ist halt geschlossen. Oh Gott! Er hat mir voll ins Knie geschossen. Also das ist, ich glaube, das ist ein Remix von Wind Waker auf dem Piratenschiff. So ein ganz leichter Remix ist damit drin, wenn man richtig hinhört. Okay, ich glaube, wir kommen hier noch nicht weiter. Kann sein, dass wir durch die Schlüsseltür vielleicht müssen. Ey, da schießt er mir einfach ins Knie. Okay, gehen wir mal hier rein. Ist auch wieder ein Spinnennetz. Mit einer Truhe. Okay, wir haben ja zum Glück unsere Lampe. Zack. Sehr viel Geld. Brauche ich aktuell aber nicht. Aha. Okay, Pfeile haben wir wieder bekommen. Schön. Also atmosphärisch auf jeden Fall. Durch und durch. So, jetzt kommen wir bestimmt auch in die obere Etage und können die anderen Rubine noch einsammeln. Einfach eine Kanone. Oh, geil. Kann ich die laden, die Kanonen? So ein bisschen Twilight Princess mäßig? Bestimmt. Bestimmt kann ich die laden.
Okay, hier ist auch eine Fackel. 100 pro kann ich die laden. Oder kann ich da jetzt einfach schon eine Bombe? Nee. Also da muss mit Sicherheit was rein. Das ist doch cool. Dann kann ich das da wegballern. Okay, aktuell, genau, hier ist das. Ich gehe erstmal hier durch. So, Schlüsseltür. Spinne. Kiste. Ist hier auch was hinter den Fässern? Guck mal hier. Gott. Jetzt habe ich ein bisschen gebraucht, ehe ich verstanden habe, was hier los ist. So, Nummer 23. Ab 25 gibt es wieder eine Belohnung. Und 30 gibt es, glaube ich, insgesamt hier in der Demo. Dementsprechend, das wäre schon cool, wenn wir das irgendwie hinbekommen, die alle zu finden. So, da geht's runter und hier geht's lang. Okay, hier kann ich nur von der anderen Seite reingucken. Okay, ich kann jetzt hier runterspringen, richtig? Frage ist, wo geht's da hin? Man weiß es nicht. Gott, ist das dunkel! Junge! Ich hab Angst. Irgendwas ist in dem Wasser drin. Heilige Scheiße. Das ist ja mega creepy. Irgendwelche Wasserzombies, kann das sein? Gott, ey. Und da komme ich nicht hoch? Hm. Doch, da komme ich hoch. Ich hoffe, das war alles. Warte mal, da leuchtet noch irgendwas. Ist das eine Lampe? Nein, nicht da rein. Ich habe auch nichts gesehen. Habt ihr irgendwas gesehen? Also ich sah so, als ich kann gar nicht mal reden. Als ob ich von irgendwas Unsichtbarem gecrappt wurde. Ist das gruselig, ey. Das hinten ist nur eine Lampe gewesen, glaube ich. Ah, ja, mir geht's gerade nicht so gut, ne? Mana und Leben könnte alles ein bisschen mehr sein. Aber hier ist direkt noch eine Scooty. Nice. 24. Okay. Ah, okay, das ist der Rückweg. Verstehe. Ja, dann easy. Okay, wir haben jetzt noch einen neuen Schlüssel bekommen. Heißt, mit diesem neuen Schlüssel gehen wir jetzt hier rein. Ist die Spinne gespawnt? Nö. Okay, hat er sich gemerkt? So, dann hier raus. Creepy alles hier. Echt creepy. Gut. Da müssen wir auf jeden Fall was wegsprengen. So, dann hier rein. Dann haben wir jetzt hier eine Schlüsseltür. Hm. Okay, unten ist eine Tür aufgegangen. Ist das hier? Und hier, glaube ich... Okay, hier muss ich irgendwie relativ schnell mehrere Schalter auf einmal treffen, kann das sein? Und hier ist eine Fackel. Okay, ich muss das sogar sehr schnell machen. Vielleicht am besten so irgendwie? Ich glaube, es muss sogar noch zeitgleicher sein. Geil. Okay, Fackel ist an. Das ist schon mal gut. Na, jetzt kann ich theoretisch ja schon mal... Also theoretisch könnte ich das auch mit meiner Lampe einfach machen, weil ich habe die ja schon. Vielleicht ist das nicht gewollt. Aber ich kann jetzt hier schon mal durchrennen.
und kann die Fackel anzünden. Und da geht bestimmt das Tor auf. Oder auch nicht. Hä? Wofür ist diese... Wofür ist die Fackel? Ich hätte gedacht, das Tor geht jetzt auf. Aber tut es nicht. Okay, die sieht anders aus als die anderen Kanonen. Nützt mir aber nichts, wenn ich hier das Ding nicht aufkriege. Kann ich hier vielleicht durchshooten? Durch das Auge? Geht das? Okay. Und dann kann ich das bestimmt jetzt wegsprengen. Und mit dem Feuer muss ich sicherlich anzünden. Das ist jetzt mein Guess. Okay. Hey, ist voll geil, ey. Wenn das jetzt wirklich so klappt, dass ich eine Kanone abfeuern kann. Mega nice. Oder? Das ist doch der Sinn. Ja, ist drinne. So, und jetzt bestimmt mit der Fackel einmal zack. Ich habe die Lunte angezündet, ey. Ist das cool? Boah, cool. Nice. Hey, sowas muss man erstmal hinkriegen in Ocarina of Time. Wie geil. Okay, wir haben ein neues Gebiet. Was ist denn das? Da brauche ich einen Hammer für, oder? Kriegen wir einen Hammer hier drinne? Das wäre ja der Hammer. Okay, ansonsten ist hier... Ich höre auf jeden Fall wieder eine Spinne. Aber hier kann ich lang, oder? Nee, sieht nur so aus. Ansonsten ist hier noch nicht so viel los, tatsächlich. Da ist eine Spinne. Und über mir ist auf jeden Fall irgendwie eine Spinne. Aber ich brauche hier tatsächlich irgendwie einen Hammer. I guess. Oder was ähnliches. Oder, ja, eine Kanone halt, ne? So, ich shoot erstmal den weg. Ich denke, da oben irgendwie könnte noch eine Skulti drin sein. Vielleicht war das auch die einzige, die... Ach, guck mal, hier geht's noch lang. Ja, tatsächlich. Guck mal. Da ist er doch schon. So, da haben wir 25, Leute. Das heißt, wir können uns die nächste Belohnung theoretisch abholen. Sehr schön. Bin gespannt. So, hier haben wir eine Kanonenkugel, Leute. Was machen wir mit der? Brauchen wir die hier unten? Kann ich hier dran hüpfen? Kann ich nicht. Kanonenkugel. Kanonenkugel? Vielleicht kann ich die einfach gegen den Schalter hauen. Ich darf aber nicht vergessen, wir haben in dem anderen Raum ja auch noch eine... Ja, Rubine einzusammeln, sag ich mal. Ah, das geht bestimmt, oder? Ist das cool. Es ist schon ziemlich cool gemacht. Nice Rätsel, ey. Okay. So, da haben wir wieder ein Tor. Da hinten ist ein Schlüssel. Da ist ein Auge. Zack, weg damit. Oh, müssen wir von zwei Seiten irgendwie öffnen. Okay. Das heißt, es muss irgendwo noch einen Schalter geben. Ah, okay. Weird. Hä? Hä? Ah, okay, das ist der Rückweg. Die andere Tür ist nur ein Rückweg. Verstehe. Verstehe. Okay, wir werden abgeschossen, Leute. Heißt, wir sollten unseren Schild hochhalten. Alter, was für ein Dauerfeuer. Okay, vielleicht so hier. Das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, so müssen wir agieren. Ja, dann haben wir einen Schlüssel. Wofür ist der Schlüssel? Haben wir schon die Schlüsseltür wieder gesehen?
Okay, nice. Da haben wir ihn schon. Ein weiterer kleiner Schlüssel. Bin schon gespannt, was wir für ein Dungeon-Item hier bekommen. Okay, dann ist die Area abgeschlossen, oder? Ja, I guess. Okay, cool. So, dann machen wir hier hinten erstmal weiter. Denn hier gibt es auf jeden Fall auch noch was zu tun. Da wissen wir auch noch nicht, wie was da ist. Hier haben wir jetzt schon ein bisschen was gemacht. Ich hätte gesagt, wir sammeln jetzt hier erstmal, so gut es geht, Rubine ein. Dafür müssen wir halt erstmal gucken. Mach's mal so. Und dann haben wir den hier. Und da war nur ein Auge drin, oder? Ne, der Schalter war das. Okay. Ja, den Rest müssen wir ja theoretisch hier unten sammeln. Beziehungsweise, wir gucken mal ganz kurz, was hier drin ist. Okay, hier ist die Tür aufgegangen. Das heißt, von hier aus kann ich jetzt auch jederzeit hochklettern. Ja, das ist doch nicht schlecht. So, dann haben wir hier den Rubin. Und hier wurde ich vorhin ins Knie geschossen. Okay. Aber da unten ist auch noch... Hä? Okay. Unten ist auch noch ein Rubin. Wie komme ich denn da hin? Irgendwie muss ich da unten die Tür aufkriegen, glaube ich. Ah. Da ist auch noch einer. Okay. Aber das muss ich ja aufsprengen, oder? Sehe ich das falsch? Aber hier ist jetzt aktuell nichts. Das sieht für mich schon wieder so aus wie so eine Kanone irgendwie. Da ist auch eine Schlüsseltür, da auch. Habe ich hier schon versucht, eine Bombe zu legen? Auch wenn es wahrscheinlich nicht geht. Wir probieren es mal. Okay, das geht nicht. Kann ich hier vielleicht einfach gegenrennen? Wenn ich hier die Pegasus-Boots anziehe, vielleicht kann ich das einfach wegsprengen. Wäre halt wieder Voraussetzung, dass man die Pegasus-Boots hat. Ne. Das ist auch nicht. Okay, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ich habe auch keine Dungeon-Karte, ne? Ne. Leider auch nicht. Was? Ich kann durch das Loch durchhüpfen? Wie dumm ist das denn? Das ist doch nicht euer Ernst. Jemand, also Moron Pete hat das Fenster offen gelassen. Jetzt ist hier alles voll mit blutdürstigen Fledermäusen. Verlass niemals das Schiff und lass das Fenster offen. Oh Gott. Oh Gott. Hä, das ist voll doof. Warum kann ich denn hier durchlaufen? Ich kann jetzt manchmal einfach hier durchlaufen? Und hier einfach durchspringen. Ich glaube, das ist ein Bug, oder? Hä, ist das ein Bug? Soll das so sein? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Vor allem die Feder, die habe ich ja auch nur für die Skulltees bekommen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich sammle jetzt erstmal alle Rubine ein, Leute. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was hier passiert. Okay, wir sammeln alle Rubine ein. Und beschweren uns mal nicht. Aber das ergibt gar keinen Sinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. So. Ich glaube, das ist der letzte. Jo, jetzt geht die Tür auf. So. Ich hoffe, die bleibt jetzt auch offen. Das wäre toll. So, mach mal auf hier das Ding. Jetzt sind wir beim Boss. Hier gibt es einfach nochmal zwei Schatzkisten. What the heck?
What the heck? You got Garland's Siegel. Hä? Ah, er möchte den neuen Boss nicht spoilern und also, wir haben das Siegel erhalten und der Boss wird leider erst im vollständigen Release dann dabei sein. Ich hoffe, der ist bald. Und einen Herzcontainer kriegen wir natürlich auch noch. Einen Defense Heart kriegen wir. Aber wir haben ja eigentlich das Ding noch nicht geschafft. Wenn wir mal ehrlich sind. Aua. Denn irgendwas läuft hier falsch. Irgendwas ist falsch gelaufen hier drinne. Habe ich Scheiße gemacht? Ich glaube, ich habe Scheiße gemacht, Leute. Okay, Leute. Also, ich habe jetzt den Spielstand nochmal geladen. Das ist alles sehr merkwürdig hier. Ich denke, dessen sind wir uns bewusst. Das war auf jeden Fall falsch, was wir gemacht haben. Wir dürfen unseren Schlüssel da unten nicht benutzen, sonst haben wir, glaube ich, einen Bug ausgelöst. Das ist nicht gut. Das ist, glaube ich, nicht gewollt, dass wir da unten mit der Feder durchhüpfen können. Vor allem, weil wir auch wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt normalerweise die Feder auch nicht haben. Aber ich habe jetzt herausgefunden, wir haben ja hier hinten noch diese eine Wand, an die wir ranhüpfen können. Das hatte ich jetzt irgendwie komplett außen vor gelassen. Dementsprechend geht es erstmal weiter. Und zwar hier. Dazu können wir einfach dranhüpfen. Hätten wir vorhin einfach nur mal ordentlich machen müssen. Dann wären wir auch weitergekommen. Easy. Okay. Vielleicht, ich habe jetzt auch irgendwie einen Item-Bug, Leute. Also, so werden meine Items angezeigt, aber sobald ich wieder rausgehe aus dem Menü, sind die weg. Ich hoffe, das legt sich irgendwie wieder. Weil ich habe aktuell keinen Spielstand, wo ich das jetzt nicht machen könnte. So, okay, weiter geht's. Jetzt sind wir oben auf dem Deck drauf. Alter, wie cool. Okay, sind das jetzt normale? Nein, die sind auch unbesiegbar einfach. Krass. Oh, shit. Oh Gott. Okay, ich muss die ein bisschen weglocken. Alles klar. Man hat hier auch so ganz leichte... Man merkt, wie das Schiff schwankt. Das ist ja auch krass, ey. Bam, Alter. Und fett Kohle bekommen. Und oben gibt es eine Schatzkiste. Boah, meint ihr, wir bekommen hier sowas wie einen Morgenstern oder sowas? Weil das wäre ja eigentlich gut für die, oder gut gegen die Typen, oder? Wenn ich jetzt so eine schwere Waffe hätte quasi. Okay, da gibt es Kohle. Guck mal, ich bewege mich ganz leicht. Weil der Wind so stark... Ihr Penner! Na klar. Alter. Okay. Okay, merke ich mir. Wo waren das jetzt, wo die Kiste erschienen ist? Nicht hier. Aber hier ist auch so ein Netz. Da müssen wir vielleicht auch noch irgendwie durch dann. So, hier ist eine Schatzkiste. Wir haben ja die Lampe. Das heißt, wir könnten theoretisch da einfach rein. Ein rostiger Anker. Okay, das ist quasi der Morgenstern. Powerful Slam Attack. Alles klar. Hey, geil. Okay. Aber ich habe immer noch den Bug. Warum habe ich diesen Bug? Das ist echt unangenehm, Leute. Dass ich jetzt den Bug habe. Ich habe dafür jetzt Vollbild quasi, aber... Kann ich damit das hier wegslammen? Ja, das ist einfach 1:1. Das ist einfach 1:1, das, was ich meine. Okay, da geht's nach unten. Straight up, down geht's da. Theoretisch könnte ich da rein. So, wir kamen vorhin da raus. Wir können hier aber auch nach oben. Vielleicht gibt es da oben noch eine Skulti oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Alter. Das ist schon sehr atmosphärisch. Ziemlich nice. Aber geil, jetzt haben wir wirklich so eine Art Morgenstern. Als Anker. Ja, ist eine geile Idee einfach. Ist eine geile Idee. Okay. Ein Herzteil gibt es hier. Tatsächlich einfach ein Herzteil. Ja, Wahnsinn. Ja, sieht man halt nicht, ne? Ah, okay, ich muss da runter springen.
Quasi wie in Ocarina of Time. Im Deku-Baum. Aber wir gehen erstmal ganz kurz hier rein. Ich will mal kurz gucken. Was ist das? Okay, so hau ich auf den Boden. Okay, wenn ich nicht schwingen lasse, dann hau ich auf den Boden. Warte. Okay. Was muss ich machen? Hier ist Feuer. Ich muss eine Kanone anzünden. Alles klar, verstehe. Also der ist so, dem, da muss ich sogar eine Kanone für anzünden. Alles klar. I guess. Na dann. Jo, und jetzt kann ich ihn killen. Und nochmal. Ich sehe mein Inventar nicht, das nervt. Was für ein merkwürdiger Boss, ey. Und noch eine Runde. Super merkwürdig. Ich habe halt keine Ahnung, wie viele Herzen ich habe, ne? Zack. So, ich hoffe, das war's. Okay, nice. Was für komische Bosse man hat. Da kriege ich den Boss-Key, Leute. Okay, wir haben ja schon gesehen, der Boss ist aktuell not available, ne? Das haben wir jetzt mittlerweile schon mitbekommen. So, Boss-Key. Wir haben jetzt einen Anker. Aber können wir mit dem Anker jetzt sonst noch irgendetwas machen? Also mir fällt jetzt partout nichts ein. Skeleton-Key. So, auf Anhieb fällt mir gerade nichts ein. Was ich mit dem Anker noch machen könnte. Okay, ich würde sagen, wir jumpen nochmal von hier oben runter, beziehungsweise maybe ich kann einfach die Lampe anzünden. Und ich gönne mir mal kurz einen Schluck Milch, Leute. Nervt mich, dass wir diesen Bug haben. Das ist leider ein bisschen blöd. Geht das? Okay, das geht gar nicht. Doch, es geht. Alles klar, müssen wir nicht nochmal hochklettern. So, ihr habt gesehen, da ist ein fettes Seil hier, also ein Tau zum Hochklettern. Okay, wir schauen mal. Erstmal einen Schluck Kaffee. Wo geht's denn hier hin? Okay, hier geht's wieder raus. Ah, okay, und die Tür ist jetzt offen. Alles klar, verstehe. Aber wir müssen, glaube ich, hier noch weiter. Und... Zack. Kann ich damit eigentlich... Ah, ich kann damit auch auf dem Boden laufen, okay. Cool. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Okay, man kann hier auch laufen. Also, was ich mittlerweile merke, ist, dass das Spiel saumäßig dunkel ist. Das merkt man halt so hart, ne? In fast jedem Design ist es ziemlich dunkel. Ich meine, an sich ist es geil. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich sehe wieder gar nichts. Heilige Scheiße. Ich höre eine Spinne.
Nee, nicht der schon wieder. Hä? Wo kam der her? Sie verarschen? Was geht hier schon wieder ab? Leute, ich hab Angst. Wo kam der her? So, jetzt höre ich wieder die Spinne. So, aber hier geht's ja auch nicht weiter. Hä, was ist da? Ah, okay. Crazy Raum, ey. Okay, wir haben eine weitere Skulti, 26. Es fehlen nur noch 4, dann haben wir alle. Also ich hoffe, dass wir die Demo auf 100% durchkriegen. Und hier gibt's noch ein Herzteil, schön. Nur blöd, dass wir jetzt nichts mehr sehen, ne, von unserem Menü. Ein Herzteil fehlt noch, dann haben wir wieder einen voll. So. Ja. Aber wo kommt dieser Zombie jetzt her? Das habe ich gerade gar nicht gecheckt. Schon wieder. Hä? Ich laufe diesen Weg. Und dann, wenn ich den zurückgehe, kommt ein Zombie. Warum? Will die mich verarschen oder was? So. Okay, aber ich glaube, das war's. Ich weiß nicht, was ich mit, wo ich noch diese 4 Schlüssel herbekommen soll. Ich bin verwirrt. Also wir haben jetzt den Boss gesehen, wir haben jetzt den Anker. Aua. Frage ist, was können wir jetzt noch machen? Das war's doch hier, oder? Jetzt haben wir wirklich keine Orte mehr, wo wir irgendwas machen können. Oder fällt euch gerade noch was ein? Weil unten haben wir ja noch 4 Schlüsseltüren. Oder ist das einfach nur, ja, storymäßig aktuell, dass die alle 4 verschlossen sind? Okay, damit kriegen wir das down. Ich hätte gerne mal reingeguckt. Theoretisch könnten wir das ja auch. Ne? Theoretisch hätte ich einfach eine Tür öffnen können und hätte reingucken können, was da drin ist. Aber vielleicht ist das für später auch gedacht, für die Vollversion. Möglich. Okay, wir sammeln mal kurz alles ein. Machen die Tür auf, holen uns das Siegel ab und dann sind wir hier fertig. Also ganz ehrlich, das ist ja crazy hier alles. So, das aktivieren wir. Ja, es fehlt halt irgendwie jetzt schlüsselmäßig ein bisschen was. Die haben ja gesagt, also auf dem Schild stand ja jetzt, wenn wir die Tür öffnen, dann kommen wir zurück zum Eingang. So, da haben wir das Siegel. Die Sache ist jetzt halt, was passiert? Ups, jetzt bin ich an den Tisch gekommen. Was passiert, wenn wir alle Siegel jetzt haben? So. Ein Herzcontainer, wir gehen hier durch und kehren zurück zum Eingang, richtig? Ja. Heißt, wir sind hier durch. Ja, wir haben es geschafft. Ich würde mal kurz zu dem Skulti-Händler gehen. Leute. Ich glaube, das ist cool. Hi. Jo, guck mal. Incredible. Was kriegt man? You got the shock arrow. Ja, das kostet bestimmt Mana, oder? Ja, sieht das gut aus, oder? Nice. Okay, wo fehlen denn noch welche? Also, Deku-Baum ist fertig. Im Flaggschiff gibt es noch 2. Shit, können wir die überhaupt holen? Gab's da jetzt noch irgendwas, wo wir noch weitergehen könnten? Habe ich irgendwas verkackt? North Great Plains. Ja, und in den Bergen scheinbar. Okay. Ah nee, Great Plains ist ja hier. Das heißt, sind nicht die Schneeberge, sondern hier, die Oberfläche. Heißt, hier irgendwo soll es noch 2 Skultis geben, Leute. Das heißt, wir müssten uns hier eigentlich theoretisch nochmal genauer umgucken. Und nach möglichen geheimen Plätzen Ausschau halten. Guck mal, da ist doch schon die erste. Die ist aber auch echt dark. Hier los, Alter.
hier noch eine gibt. Alter Falter, es ist dunkel hier. Ist er noch weiter runter? Ich glaube nicht. Hey, tatsächlich, hier ist einfach die zweite. LOL. Das ging ja schnell. Ja, dann müsste ich jetzt theoretisch wirklich nur noch bei dem Flaggschiff die anderen zwei Skulltees finden. Und dann habe ich auch alle Skulltees. Ja, das wäre doch nice, wenn wir das noch auf die Ketten kriegen. So, aber vorher gehe ich noch mal kurz shoppen. Wir haben gerade viel Geld. Und dann gucken wir jetzt einfach noch mal kurz. So, das Upgrade kaufen wir uns auf jeden Fall. Bam. Den Holzschild nehme ich jetzt auch nochmal mit. Dann sind wir nämlich komplett. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt nämlich das Quiver-Upgrade. Wir haben hier alle Schilde. Das Schwert-Upgrade, weiß ich nicht, ob es das jetzt noch gibt. I don't know. Später wird es ja noch mehr Schwerter-Upgrades geben. Das wird wundervoll. Und jetzt gehen wir mal zum Chef. In der Hoffnung, dass die vielleicht noch irgendwas zu erzählen hat. Okay, zurück im Dekobaum wirst du deine Seele finden. Und dann wirst du vielleicht auch deine vermisste Fee finden. Ja, es müsste dort sein, wo ein hoher Ska-Einfluss war. Da, wo wahrscheinlich die stärksten Kreaturen gelebt haben. Also wahrscheinlich beim Boss. Sei mutig, Link. Möge Solis über dich wachen. Okay, also wir sollen zurück in den Dekobaum. Aber das machen wir noch nicht, denn ich würde gerne noch die letzten Skulltees finden, bevor wir da hingehen. Das hört sich für mich sonst so nach Finale an. Aber vielleicht ist es dann auch schon vorbei. Man weiß es nicht. Leute, man weiß es nicht. Hä? Warum kann ich die Tür aufmachen? Warum kann ich diese Tür aufmachen? Das gibt aber gar keinen Sinn. Kann ich mit dem Boss-Key etwa alle Türen aufmachen? Mhm. Scheiße. Okay. Also wir haben hier jetzt erstmal eine große Fläche zum Anzünden. Okay, cool. Wir können einfach mit dem Boss-Key alle Türen aufmachen. Ja, dann können wir es doch vielleicht abschließen, das ganze Ding hier. Ja, und was ist jetzt passiert? Papa. Okay, wir kriegen eine Kiste. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Was ist jetzt in der Kiste drin? Wahrscheinlich nur Geld, oder? Oh, Dekonuts. Aber das war ein Upgrade für die Dekonuts. Okay. Jetzt müssen wir hier ganz eklig springen, hä? Boah, was? Ist das rutschig? Du Scheiße. Okay, warte mal, ich habe noch die Feder. Alternativ kann ich das noch mitnehmen. Das ist rutschig. Scheiße. Mann, ich will die Skulltee haben, Leute. Das müssen wir jetzt irgendwie auf die Ketten kriegen noch. Oder kann ich mir die vielleicht einfach mit dem Boomerang holen? Nee, die ist schon weit weg. Da wird der Boomerang nicht hinkommen, oder? Nee. Hä? Okay, warte. Verliere ich Herzen? Nee. Zum Glück verliere ich keine Herzen. Okay, also den Jump kriegt man easy hin. Kann ich von hier denn vielleicht jetzt einfach so machen? Ganz knapp nicht. Ich glaube, auf die nächste Etage müsste ich schon noch gehen. Halt aber runter, ey. Das ist saumäßig rutschig. Okay, zack. Shit. Alter, warum? Warum ist das so glatt? Glatt wie ein Babypopo. Okay, ich muss auf der zweiten irgendwie zum Stehen kommen. Was ist das denn für ein Scheiß? Und warum habe ich die Fackeln angezündet? Das checke ich auch nicht.
Das war der beste Versuch bis jetzt. Hä? Warum ist denn das jetzt so scheiße? What the hell? Okay. Das sollte doch reichen, oder? Okay, cool. Und jetzt einfach nur das Symbol noch getten. Okay, wir haben's. Aber das ist ja... Warum ist denn das so? Okay, weg hier. Gut, dann haben wir schon mal eine. Es fehlt noch eine, Leute. Eine noch, dann haben wir's. Yay. Ja, wir können jetzt irgendwie alle Türen aufmachen. Scheinbar kann man mit dem Skelettschlüssel alle Türen aufmachen. Warum auch immer. Oh, hi. Hat man dich schon mal? Bam, bam, bam. Tschüss, mein Friend. Ja, wir können jetzt scheinbar alle Türen öffnen. Alle Türen, alle Schlösser, wir kriegen Pfeile. Fabelhaft. Okay, jetzt geht hier schon wieder so ein Rutschpartie los. Aber das ist doch einfacher. Was? Okay, das kam unerwartet. Cool. Es ist so cool. Okay. Die Sense habe ich nicht kommen sehen. Ist das lustig. Es ist so lustig, Leute. Okay, wir kriegen fett Geld. Ich brauche das Geld jetzt halt nicht mehr, weil ich habe schon alles gekauft, was geht. Wir können dann höchstens noch mal gucken, ob wir jetzt in dem Laden vielleicht... Okay, die kommt nur einmal scheinbar. Ob wir in dem Laden jetzt noch die Bombenpfeile oder so kaufen können? Oder ob das wirklich für... nicht in der Demo passiert. Das ist halt die Frage. Okay. Ich hatte jetzt erwartet, dass da Pfeile rauskommen. Okay, wir kriegen ganz viel Geld. Ja, jetzt kommen die Pfeile. Na klar. Logisch. So. Oh, schön Geld bekommen. Okay, ich hoffe, in der letzten Tür ist die letzte Skuldi drin. Dann haben wir alle und dann bin ich happy. Okay, da sind die Fledermäuse. I got it. 5 auf einmal. So muss das laufen. Irgendwo ist noch einer? Hä? Hallo? Letzte Fledermaus? Da ist die letzte Spinne. Ja, geil, Leute, wir haben alle. So. Wo ist die letzte Fledermaus? Ah, die hat sich bestimmt durch die Decke gebackt, oder? Kann das sein? Ja, die ist buggy unterwegs. Okay, ich gehe nochmal raus und nochmal rein. Ich würde gerne noch alle töten. Bevor wir dann gehen. Warte, warte, warte. Ich nehme mal kurz den Pfeil. Den letzten Schatz nehme ich auch noch mit. So. Jawohl, gibt's noch eine Schatzkiste. Wusste ich doch. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Ist wahrscheinlich auch nur Geld oder ist es nur eine Erweiterung? Das könnte auch sein. Jo. Degustik-Erweiterung. Ja gut, es wäre wahrscheinlich smarter gewesen, wenn ich das hier vorher gemacht hätte, oder? So, jetzt sind wir auch hier fertig mit. Und jetzt schaue ich mir mal die Endbelohnung an. Okay, Special Item. Wir haben den Short Shot bekommen. Aber was machen wir damit?
Und hier haben wir noch eine Tür. Ich denke, die geht später vielleicht auf, wenn wir alle 100 Skullies gefunden haben. Okay. Den Shortshot. Den Shortshot. Den Shortshot haben wir gefunden. Ah, der ist super short, ja. Toll. Danke. Super Special Item, der Shortshot. Also der ist wirklich sehr short. Pff, schießt er einfach. Okay, das ist glaube ich eher so ein Gag. Cool. Aber Leute, wir haben es geschafft. Ja, wir sollen jetzt eigentlich wieder in den Deku-Bomb reingehen, ne? So, da sind wir auch schon vom Deku-Bomb, Leute. Ich denke mal... Oh Gott, Sprengmine. Ich denke mal, wir müssen einfach nur zum Boss-Raum. Das geht ja jetzt ganz easy. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt den Bossraum betreten. Wir haben alle drei Siegel. Wir können mal ganz kurz reingucken. Was immer jetzt auch passiert. So sieht jetzt unser Finale aus. Wir haben alle 30 Skulltees. Wir hätten irgendwo noch ein Herzteil, glaube ich, bekommen können. Aber wir gucken jetzt erstmal ganz kurz, was hier drin ist. Ich will es jetzt wissen. Ich habe gerade voll Bock. Oh. Okay, 95% haben abgeschlossen. Wir haben 7 Stunden gebraucht. Das heißt, wir sind fertig. Wir sind durch. Wir sind durch mit der Demo, Leute. Ah, traurig. Toller Abspann, tolles Spiel, mein Fazit, geil, das wird der beste Zelda-Hack, den es je gab. Wenn das Ding mal fertig wird, das zocken wir auf jeden Fall 100 Pro als Let's Play-Projekt und auf 100%, da habe ich richtig Bock drauf. Leute, schaltet wieder ein, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal starten wir einfach einen neuen Hack, neues angespielt und ich bin wieder gespannt, was dann uns erwarten wird. Das war's von mir, euer Zelda-Junge, tschüssi.